Das ist Bushido. Und das ist das Bushido-Prinzip. Was? Bushido-Prinzip kennt ihr nicht? Macht nix. Erkläre ich euch. Das ist Anis. Anis hat keinen Schulabschluss, keinen Ausbildungsplatz und keinen Bock. Was also tun? Guck mal hier. Böser Rapper aus den USA. Voll hart mit Einschussloch und Drogenkarriere. Ein krasser Gangster-Rapper. Gibt's in Deutschland noch nicht? Genau das Richtige. Zuvor musst du dir aber erstmal was richtig Gangsterhaftes anziehen. Dicke Jacke, böser Blick, Nazi-Frisur. Jetzt brauchst du eine echt harte Lebensgeschichte. Böse Gangster-Rapper kommen aus dem Ghetto. Also kommst du auch aus dem Ghetto. Dies ist, wo ich herkomme. Das ist aber noch zu langweilig. Du brauchst eine alleinerziehende Mutter. Auch noch nicht hart genug. Genau, kommt noch der Vater, der die Mutter schlägt. Halt Maul! Besser noch, er schlägt auch dich. So, jetzt hattest du eine fiese Kindheit und bist voll fett krass drauf. Mir fließt das Ghetto durch die Pulsadern. Jetzt brauchst du noch Street Credibility. Schlägereien sind dafür immer gut. Schön provozieren, bis du ein paar Kiezschellen bekommst. Du kannst jetzt wählen zwischen wir sind keine Freunde oder einfach so ein Kieferbruch. Das reicht aber noch nicht für einen voll ausgebildeten Gangster-Rapper. Genau, du dealst schön mit Drogen. Nicht vergessen, du musst unbedingt von der Polizei geschnappt werden. Hey, ich hab gedealt. Hey, ich bin krasser Gangster. Ja, Büschel. Ruhe, ja? Beine auseinander. Ich bleib für immer dieser Junge, der gedealt hat. Zu einem wirklich harten Image gehören dann noch unzählige Sexgeschichten. Guck mal hier, die macht gleich mit. Mädels, komm, es gibt Sex on the Beach, hä? Huh? Jetzt bist du voll der Gangster-Rapper und kannst Ghetto-Mucke machen. Dazu schreibst du deine Texte über deine harte Kindheit, Schläge, Drogen und vor allem Damit du auch schnell bekannt wirst, würzt du deine Texte noch mit einer ordentlichen Brise Fremdenfeindlichkeit, Frauenfeindlichkeit und Schwulenfeindlichkeit. Dann auch schnell einen anderen Gangster-Rapper beleidigen und schon kennt dich jeder. Und jetzt kannst du deine Mucke unter den wohlerzogenen Vorstadtkindern verteilen. Die Leute aus dem Ghetto nehmen dich sowieso nicht ernst. Da regen sich die Eltern auf und du verkaufst auch noch mehr Musik. Dann rüpeln die Jugendschützer rum. Was sind wir denn hier? Wir sind in Deutschland. In Deutschland können wir doch nicht einfach mal sagen, oder? Sonst was? Und du verkaufst noch mehr Musik. Jetzt bist du reich und trägst eine dicke Kette. Aber irgendwann wirst du langweilig, weil es jetzt viele Gangster-Rapper gibt. Jetzt brauchst du einen Imagewechsel. Dafür frisst du erstmal Kreide, machst einen auf gewaltlos und politisch korrekt und singst mit einem Biene Maya Opa. Das falsche Lied. Das alles schreibst du jetzt schön in deinem Buch auf. Ja. Da kommt auch gleich der Onkel Bernd, der dein Buch verfilmen will. So wirst du dann noch reicher und gibst den gediegenen Player. Ich bin die Nummer 1. Wer will mein Feind sein? Und nächste Woche? Neuer Imagewechsel. Bushido steigt in die Hotelbranche ein.